Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Gleichstromtrasse, die ja in Oberfranken geplant ist. Sie sorgt derzeit für Proteste bei vielen Bürgern. Beginnen wollen wir aber noch mit der größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort hier: Volksabstimmungen. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung mit aufzunehmen. Wir merken, dass also auch die Wahlbeteiligung immer mehr zurückgeht und dass sich vor allem jüngere Menschen immer weniger auch für Politik interessieren. Wenn sie hier direkt mitbestimmen können, wenn sie direkt hier Entscheidungen treffen können, dann glaube ich, wird das auch dazu beitragen, dass das Interesse an Politik zunimmt. Man muss sich das, wenn man also hier diese direkte Demokratie ausbauen will, im Detail wirklich ganz genau überlegen und meines Erachtens auch länger überlegen und abwägen, welcher Schritt vielleicht der nächste mögliche sein könnte, um mehr Bürger einzubeziehen. Weil die einfachen Antworten auf schwierige Fragen, die gibt es nicht. Ja, wir halten Volksentscheide für ein sehr sinnvolles Instrument und es ist gut, dass es das in unserer Verfassung auch schon gibt. Wir haben selber als Grüne auch schon Verbesserungsvorschläge gemacht. Die Hürden, bis es dann zum Volksentscheid kommt, die sind für unser Verständnis noch zu hoch. Und wir würden uns auch wünschen und wir trauen dem Volk auch zu, auch über haushaltsrelevante Dinge zu entscheiden. Das geht ja im Moment nicht, aber auch da könnten wir uns Verbesserungen vorstellen. Wie stehen Sie zu dem Antrag der SPD zu einer Volksbefragung statt einer Volksabstimmung? Eine Volksbefragung. Ich stehe zunächst als Abgeordneter, als gewählter Abgeordneter im Bayerischen Landtag hier und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir Abgeordnete letztendlich auch vieles selber entscheiden dürfen. Dazu brauchen wir keine Volksbefragung. Zuerst waren es die störenden Windräder. Jetzt kommen auch noch die geplanten Gleichstromtrassen dazu, die für die aktuellen Bürgerproteste sorgen. Für die Politik derzeit also kein leichtes Thema. Aber wie wird sie denn aussehen, die Energiewende in Oberfranken? Wir brauchen also die Energiewende, indem wir die regenerativen Energien ausbauen. Und wenn uns das in großem Maßstab gelingt und wir auch zum Beispiel Gaskraftwerke wieder aktivieren, die werden wir brauchen, dann können wir wohl auf die Stromtrasse verzichten. Welche politischen Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt aus dem momentanen Stand der Energiewende und natürlich auch aus diesen Bürgerbeteiligungen? Die Bürgerbeteiligungen, die bei uns in Franken und gerade in Oberfranken sehr stark sind, die haben dazu geführt, dass jetzt ja schon Ambrion, also die Gesellschaft, jetzt ihren Antrag nicht im März weiterreicht. Das ist schon ein großer Erfolg, der hier von der Politik, auch von uns und von den Bürgerinitiativen erzielt worden ist. Und in der Richtung muss es weitergehen. Wir dürfen jetzt nicht denken, jetzt können wir uns ausruhen, wir haben schon viel erreicht. Nein, ich glaube, der Protest muss weitergehen. Und wenn die Leitungen ja kommen sollten, dann müssen sie unter die Erde. Ich denke, so wie es beispielsweise in Oberfranken-Ost passiert ist, dass man entlang der A9 von Lauchstädt bis nach Meitingen runter eine Gleichstromtrasse verlegen will, auch noch als Hochspannungsleitung, das ist eine Sache, die wir glücklicherweise stoppen konnten zunächst. Das ist unprofessionell geplant worden. Wir brauchen auch nicht einen neuen Strom in der Energiewende aus Braunkohle. Das wäre ein Schritt zurück. Ich denke, wir müssen das ganz genau erst noch mal prüfen und ich bin zunächst auf jeden Fall gegen diese Stromtrasse. Welche politischen Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt aus diesem Bürgerprotest? Ich habe den Bürgerprotest immer beflügelt. Ich habe immer auch eine eigene pragmatische Meinung dazu gehabt. Ich habe nämlich gesagt, man solle doch mal prüfen, ob es nicht möglich ist, weil es ja immer entlang der Autobahnen geht, ob man die Gleichstromtrasse möglicherweise unter die Autobahn bauen könnte. Man hätte den Synergieeffekt, dass man eine Fußbodenheizung für die Autobahn im Winter hätte. Ich kann die Menschen in Oberfranken sehr gut verstehen, wenn sie keine Stromtrasse wollen, durch die vor allen Dingen Braunkohlestrom fließt. Und deshalb sagen wir, solange es keinen Ausstieg aus der Kohle gibt und dafür auch einen verlässlichen Zeitplan, sind wir auch nicht für diese Trasse. Generell muss man aber sagen, wir wollen unsere Netze auch ertüchtigen, auch ausbauen. Es wird auch neue Stromleitungen geben müssen und wir wollen selbstverständlich auch mehr Windkraft noch für Bayern. Ich glaube, zunächst muss man mal erkennen, dass der Bundesgesetzgeber, der ja die vermeintliche oder tatsächliche Notwendigkeit dieser Gleichstromtrasse also per Gesetz festgestellt hat, die Rechnung ohne die Bürger gemacht hat. Die Bürger und die Meinungen der Bürger wurden einfach unterschätzt.
Ministerpräsident Horst Seehofer hat das Problem gewissermaßen erkannt und hat mit seinem politischen Gewicht in unserem Interesse dafür gesorgt, dass hier zunächst ein Moratorium greift. Und jetzt ist zunächst mal Zeit, um wirklich noch mal eingehend zu überprüfen, ob es dieser Stromtrasse überhaupt bedarf. Und wenn ja, haben wir alle Zeit der Welt, auch als Landesgesetzgeber im Rahmen unserer Landesgesetzgebungskompetenz zu überlegen, welche weiteren Parameter also hier einzuziehen wären, um das am Ende verträglich zu machen. Wir sind auch der Meinung, dass man den Bedarf dieser Gleichstromtrasse, also insbesondere dieser Südosttrasse, die durch Oberfranken zieht, kritisch überprüfen muss. Meine Forderung ist ganz klar, solange eben am Beginn dieser Trasse noch ein neues Braunkohlekraftwerk in Planung ist, kann ich nicht für diese Trasse sein und da werde ich die Bürger auch in ihrem Protest weiter unterstützen. Ich glaube, die Politik muss einfach daraus lernen, dass es nicht mehr so einfach ist, einfach ein Gesetz zu machen und dann wird eine Stromtrasse gebaut. Das funktioniert so nicht mehr. Man muss die Menschen also mitnehmen, man muss die Menschen informieren, man muss mit den Menschen diskutieren und man wird am Ende auch nicht umhin kommen, die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Aber das muss der Bürger vorher erstmal begreifen und er muss vor allem davon überzeugt sein, dass es notwendig ist. Und bei uns sind die Bürger, und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das also wirklich die einzige Möglichkeit ist, das Problem zu lösen. Und deshalb halte ich die Vorgehensweise vom Ministerpräsidenten, das zu hinterfragen und prüfen zu lassen, für richtig. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren, Volksentscheid, kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagerten Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist, dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren, Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen und wir möchten das eben. Also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren, Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht,
also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht, entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg. Und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sehen wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er, oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne das Volk. Wie fürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihre Souveränität als Volksvertreter? Nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig, und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung. Das heißt, Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle. Also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat. Und zwar verbindliche Kompetenzen, wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.